2 Menschen wurden getötet, 8 weitere verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Messerattacke in einem Regionalzug zwischen Hamburg und Kiel dauern noch an. Der mutmaßliche Täter war erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Nach Spiegelinformationen hatte er eine Haftstrafe wegen einer ähnlichen Tat verbüßt. Ja, zu dem Täter können wir sagen, dass er zwischen 30 und 35 soll er ungefähr alt sein. Und es soll sich um einen staatenlosen Mann, um einen Palästinenser handeln. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann gegen 15 Uhr in der Regionalbahn offenbar wahllos Passagiere an. Er konnte aber von Fahrgästen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnhof in Brockstedt festgehalten werden. Vielleicht muss man in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass die Passagiere sehr beherzt eingegriffen haben sollen und wohl auch irgendwie den Täter zumindest ein bisschen vielleicht davon abgehalten haben, noch Schlimmeres zu begehen. Das wissen wir aber auch noch nicht ganz genau. Das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb den Ermittlern zufolge zunächst unklar. Allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Auch die Identität der Getöteten und der Verletzten steht noch immer nicht zweifelsfrei fest. Zum Gedenken an die Opfer der Attacke hat das Land Schleswig-Holstein am Donnerstag Trauerbeflaggung angesetzt.